nicht, oder? Nur Kälte. Und was atmest du? Check. Alles okay. Siehst du, du musst einen Fehler wegmachen. Das musst du, wenn das Öl. Das sagt er, wenn das Öl auf Reserve ist oder wie ist es. Sag ich dann bitte mal Öl nachprüfen. Rechts abbiegen auf Wasserkuppenstraße, B284. Dann musst du den Motor ausmachen und Schlüssel rausziehen und dann wieder an und reinmachen. Dann kann er wieder durchchecken und dann ist es weg. Aber wenn du Schlüssel drinnen steckst, den Motor ausmachst, drinnen steckst, kann er nicht durchchecken. Irgendwie halt. Hat es halt wieder gemerkt und dann hat das deswegen nicht gelöscht. Jetzt hat er gemerkt, dass es wieder gelöscht hat, durchgecheckt und hat gemerkt, dass es wieder okay ist. Wohin jetzt? Rechts, gerade hat er gesagt. Wasserkuppe. Ja, warum hast du nicht mit? Weil du geredet, wenn du redest und die redest, kommt ohne Kacke raus. Wo ist das Bild von dem? Richtung Wasserkuppe. Da rechts. Kannst du gucken. Da ist Wasserkuppe. Dem Straßenverlauf von B284 noch 6 Kilometer folgen. Jetzt geht's jetzt mal auf. Das ist wirklich wahr. Ah. 600 Meter Höhe schon. Nach links abbiegen, um auf Obernhausen zu bleiben, okay, dann gut. Rechts abbiegen auf B284. Rechts abbiegen auf B284. Dem Straßenverlauf von B284 noch 2 Kilometer folgen. Da ist Schlittenbahn. Ja, ein Schlitter, jawohl. Das ist die Sachsgruppe. Seilbahn. Konserver, gut. Die haben sogar zwei Pisten laufen, alles, ey. Das ist die Wasserkuppe. 700 Meter Höhe.
Holz. Nach 600 Metern links abbiegen auf L3068. Links. Sind nicht die Einzigen, die links wollen. Wieder vielleicht. Nicht weiter. Wir stehen hier im Stau. Wasserkuppenstau. Also, sie kommen in der Wasserkuppen im Stau. Ach, hier oben sind auch Leute. Auf der Hochrhön. Weg, glaube ich, muss was. Hochrhönstraße vielleicht. Auf der Tür. Ist ein scheißegal. Wir kommen nirgendwo hin. Mal sehen. Und da musst du aufpassen, wenn du drehst, dass du dann die Kuppe runterfällst. Ich fahr einfach geradeaus. Parkplatzmangel in der Wasserkuppe, wo wollen wir parken? Unten halb? Es gibt doch genug Schnee. Ja. Du musst ja oben auf der Wasserkuppe laufen, kannst du da oben genug. Das ich habe nur gesagt, irgendwo da, wo der Wirtschaft ist, wenn der Papa den mal dran, dann müssen sie ihn. Oder unten, unten, hey. Oder unten parken. Das ist ein Hundepark, scheißegal. Und das rumstehen sie auch, hat er gesagt. Ja, da kommen wir nicht weit. Denk doch an diese Kuppel. Ja, aber wir kommen ja nicht mehr weiter. Das ist alles. Das ist kein Parkplatz mehr. Das ist so umgestehen. Ja, sag ja. Was willst du machen? Ja. Nur Parkplatz. Ja. Kein Parkplatz oben. Wasserkuppe kannst du vergessen. Dem Straßenverlauf von B284 noch 2 Kilometer folgen. Und auf den anderen, rüber ist genauso, hat er gesagt. Stehen sie ja auch. Das kannst du vergessen. Die Polizei hat gesperrt, es gibt keine Parkplätze. Spessart. Hitzi. Nein, Spessart. No Parkplatz. Fragen, wo findest du einen Parkplatz? Was sagt dein Handy? Ja. Ja, das ist wie bei den Hauptschilden, blöd, ne? Und dass du eh nicht parken. Ne? Was ist denn das? Und da? Alles voll. Alles voll. Deswegen war schon alles voll geparkt. Da kannst du alles vergessen, alles voll. Hier ist schon Schlange, guck. Das kannst du vergessen. Da wo die parken vielleicht. Ja. Aber da ist ja, guck mal hier, Verbotsschild.
wenn 200 die, Meter ist. Ja, Landwirtschaft. Ja, Landwirtschaft war alle. Sehe kein Mensch was. Ja, da habe ich auch. Ja, Skipiste, ja klar. Da ist doch eine Skipiste. Ja, da kannst du dich parken. Da kannst du dich parken, dann kommen die Beschwanze bei der Polizei. Weil die Skipiste blockieren. 200 Meter, dann wieder Parkplätze. Ja, da ja, voll alles. Von 22 Uhr bis 6 Uhr, ja, muss man trotzdem schauen. Vielleicht macht einer Platz. Schätze schon. Okay. Nach 100 Metern, scharf links auf B284. Scharf links auf B284. Ich komme langsam weiter. Also der Ruhrbad auf jeden Fall steht schon, so wie er steht. Ja klar, aber ich muss mal gucken, wie ich weiterkomme. Rechts da komme ich. Kannst du vergessen, weil der steigt aus. Ja, in rechts komme ich nicht, weil da sind ja, so viele Leute. Da stehen so viele Busse vor. Ja. Und da haben wir Probleme, wenn Leute rausfahren, die können dir ja, ja. Sind die blöd da. Ja. Also die bei Dell haben ein Auto, müssen sie sich nicht beschweren. Ja, das kannst du vergessen. Holla, holla, voll. Ist schon, der will schon wieder raus. Der fährt zurück? Ja. Ey, du kannst nicht weiter zurückfahren. Leute fahren sonst drauf. Einfach hupen, so was Bang macht. Sonst hast du mit Versicherung. Ja, alle voll. Lieber, wenn du mal hummerst, dass du wieder Versicherung sagen musst, das kannst du wieder als Ewigkeit. Und wenn sie sich da herstellen. Links ja. Abbiegen auf Obernhausen. Vergessen. Parkplatz nur für Gäste wahrscheinlich. Und Mitglieder. Ja, Mitglieder. In der Ortschaft höchstens. Ja, schön, sie war schon. Ja. Links abbiegen auf Obernhausen, dann leicht links abbiegen, um auf Obernhausen zu bleiben. Da stehen sie alle schon überall, wo sie können. Ich will da rausfahren. Da stehen sie alle, wo sie können. In der Ortschaft schon. Dem Straßenverlauf von B284 also, noch 3 Kilometer folgen. Wann stehen die Leute auf? Vielleicht um 6 Uhr fahren sie los oder was? Ja. Ja, jetzt ist es schön, zu können. Ja. Du bist das Auto parken? In Chile wäre es einfach. No Parkplatz. Da ist kein Parkplatz, du kommst durch die Tasche rein, fertig. Du hast halt so lange Fernsehen geguckt. Das war's. Das hat auch nicht gebracht. Ja. Da hast du schon 8 Uhr da sein müssen. Siehst du, wie lange die Schlange ist? Wenn man Schlieder vor will und das, dann muss man eher aufstehen. Die Leute kommen schon viel bald. Naja. Sag mal, danke. Die Polizei hat es einfach gesperrt.
so viel zu wenig Leute, so viel Parkplätze. Also kommst du nicht weiter. Beidseitig hochgesperrt, also. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf K41. Seid ihr da? Ich bestimmt mehr nicht, was drin geht. Nee. Aber ich muss wieder irgendwo stehen bleiben können, oder? Ja, hast du es immer angegeben? Ey, da vorne ist die nächste Ortschaft, das wissen wir auch. Rechts abbiegen auf K41. Den anderen Weg hoch. Den anderen Weg kann man hochfahren. Ach, der wird auch danach. Dem Streckenverlauf 8 Kilometer folgen. Können wir versuchen. Man kann den anderen Weg versuchen. Das hat jetzt gleich das andere Weg an. Ja, aber wenn oben kein Parkplatz ist, dann gibt es doch einen anderen Berg. Dann gibt es doch den Vogelsberg oder gibt es den Nachbarberg, wie heißt der nochmal? Kreuzberg. Irgendein Berg, wo wir schon Platz haben. Das ist halt der zweite Versuch. Lauf. Das ist ja wenig Verkehr. Das heißt nicht, dass wir einen Papa bekommen. Hm? Der fährt andersrum. Na, keine Ahnung. Der ist in der Richtung gefahren, dann komm weiter. Da ist sogar ein Gipfel. An der Seite Tempo. Da ist mit ein paar Platz. Der merkt, oh, das ist ein paar Platz. Wo sind wir? Keine Ahnung. Bingelbeinplatz. Unterwegs gemacht. Was ist denn da los? Verwehung vielleicht. Sommerberg. Wir sind jetzt am Sommerberg. 650 Meter.
muss die Spitze sein wahrscheinlich. Mhm. Gut am Berg. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf L3307. Rechts abbiegen auf L3307. Ich hab mal, muss da auch noch kommen. Zweiter Versuch. Dem Straßenverlauf von L3307 800 Meter folgen. Zumindest 800 Meter folgen. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf L3068. Nach 500 Metern. Ah, nee. Das Leihproblem wahrscheinlich auch. Kurz vergessen. Das habe ich ja vorhin gesagt, drehen. Gesperrt. Ist gesperrt. Gesperrt. Das kannst du vergessen. Kommst du nirgends hin, Straßen sind gesperrt. Unten kannst du nicht parken, oben kannst du nicht parken. Hier ist gesperrt, die Straßen einfach. Links abbiegen auf Wasserkuppenstraße, dann links abbiegen auf Brunnengrabenstraße.
Da hat alles gespannt unter. Da kann doch nicht fahren, weil es ist weiter hinten. Du kannst, kannst du ja nirgendwo parken hier. Ja, ja, fahr doch runter, da fahr doch ja. Ja, was ist, ich stelle mich blöd. Ne? Kreuz und quer. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. In der Ortschaft kann man auch nicht parken. Ne? Muss ich wieder noch auflebt. Ne? Ja. Ist ja das Blöde. Der Berg ist gesperrt. Ja, es gibt doch genug andere Möglichkeiten, drüben zu fahren. Und der einzige, den es hier gibt. Der andere Berg. Dann geht's halt wieder runter. Keine Ahnung, wo es hier geht. Sind wir da blank gefahren? Nee. Ich habe gesagt, wenn es irgendwo einen Parkplatz findet. Alle Wege sind gesperrt. Die haben alles umgesperrt. Jeden Weg haben sie. Wir haben jetzt einen Hinterweg gewesen, ne? Da bist du näher gekommen, aber zugesperrt, alles gesperrt. Also, Wasserkuppel kannst nicht kommen. Die haben gesperrt und wenn da was ist, dann ist und die vorne, Parkplätze sind alles besetzt. Kann man nur so einen anderen Berg gehen. Schneeverwirrung. Das haben wir letztes Mal auch nicht gehabt, ne? Ja, jetzt wird irgendwo reingehen, wo ich was nicht austreten kann. Dass ich noch in die Hose Ich schau doch gerade. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Hofwiesenweg. Einsatz und zurückstens. Auf Bergstraße nach Osten Richtung Hofwiesenweg starten, dann links abbiegen auf Hofwiesenweg. Dem Streckenverlauf 5 Kilometer folgen. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Ich muss irgendwo. 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 Ich muss irgendwo.
Ich muss selber jetzt mal konstruieren. Rechts abbiegen. Ich hab Bock jetzt hier ewig rein zu fahren. Ich kann nicht weiter. Ich kann doch irgendwie auch raus. Ja. Geh mal einfach. Fährst du aber ruhig. Drehen, hier drehen oder was? Ja, ja. Ganz drehen. Alter. Wie gesagt, da ist großer Platz. Ein großer Platz und wir haben Schnee. Der Schnee ist überall. Auflaufen. Und das ist eine Aussicht. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Was ist der Kuppel halt gesperrt? Beidseitig. Ich weiß nicht, warum sie gesperrt haben. Einer hat immer gemeint, weil ich einen Parkplatz mangel, aber das weiß auch keiner genau. Handy stand da nichts drin, dass das gesperrt war. Schneeverwirrung. Nächste Wasser, guck mal, welchen Lauf wandern. Sommer ist es schön. Und Winter wird es hier wieder vor und ja. Ski. Ja. Das ist es. Das Handy war jetzt auf dem Weg. Nach 400 Metern leicht rechts abbiegen auf L3307.
runtergefahren. Das fände ich blöd. Da wollen wir auch gar nicht hin. Alter. Das ist doch gesperrt. Ja, es geht zur Kasokuppe. Jetzt kannst du es mal drehen, ja? Ich hab mich da hergestellt. Da bleibt da stehen, das sehe. Ja, jetzt kommt er auch nicht weg, guck. Ah, hat euch. Warte mal drüber. So schön sehen, oder? Oh, oh, oh. Und dann? Bleibt das stehen. Das ist ja nicht erlaubt. Oh. Wenn was passiert, ist dann selber schuld. Wenn was passiert, ja. Wenn einer reinkracht, ist aber schuld. Leicht rechts abbiegen auf L3307. Da müssen wir für die Versicherung ärgern. Die zahlt da nichts. Die sagen, die haben nicht bauen dürfen. Die bauen ja doch nicht. Die stehen da und warten. Wer länger als wie 3 Minuten steht, also, oder auf Auto verlässt, ist parken. Da fährt die Versicherung nichts. Versicherung kann nichts. Da steht da, bleib da stehen, guck. Ja, da warte, bis es weitergehen kann. Da denkt, da kriegt nur noch ein paar Platz hier. Dem Streckenverlauf 5 Kilometer folgen. Hast du gehört? Ja. Ordnungswidrigkeit bekommt man. Was machen die jetzt? Sperren. Machen sie wieder auf? Ja. Machen sie wieder auf. Also der unhaltbar ist Ordnungslosigkeit, heißt das. Strafzettel. Hab ich ja gesagt. Vielleicht geht's wieder weiter. Ja. Ja, schau doch selber nach. Die Lose können durchfahren. Da können die Kinder von oben nur noch über die Straße. Ja. Nicht so. Das kannst du vergessen. Alles gesperrt. Ja, warum stellen sie die Kinder hin, eben genau? Weil sie gesagt haben, du musst sie bezahlen. Ordnungswidrigkeit. Da ist die Wasserkuppe. We'll be right back.
Fünf Freunde.